Wir sind wieder auf dem Sega CD und hier gibt's auch Subtitles. Es ist ein eigenwilliger Titel, der jetzt kommt. Vielleicht kennen Leute den vom PC. Auf dem PC ist Game 2 sogar richtig gut und hat richtig Spaß gemacht. Game 1 ist genauso kacke wie diese Version hier. Das Problem ist nur, die Sega CD-Fassung sieht nochmal beschissener aus. Weil die Videokompression ist nicht so gut gelungen. So möchte ich es mal sagen. Es ist so, also theoretisch der Vergleich heute PS5, Xbox One oder Xbox Series X gegenüber eben Switch. Es ist nicht gut. Ihr werdet das sehen. Ich glaube, es startet mit dem Intro und dann kann ich ein bisschen was erzählen. Erstmal ist viel Ladezeit übrigens. Und der Chat funktioniert nicht dank Twitch. Falls ihr euch da jetzt zu Hause bei YouTube seid, oh, ist denn da, warum schreibt denn da keiner was? Ihr könnt das selber machen. Ihr könnt jetzt auf eurem Monitor selber Texte machen, die ich auch fleißig ignoriere. Könnt euch einfach mal schreiben, könnt mir mal Tiernamen geben. Werd mal kreativ. Das ist Mega Race auf dem Sega CD. Hat viele Cutscenes übrigens. Und ein ganz tolles Gameplay. Ja, Teil 2 ist spielbarer. Aber ich glaube, den gab es nur für den PC, glaube ich. Ja, ja, und der ist beim zweiten Teil nochmal völlig durchdrehter. Also der zweite ist richtig spielbar. Aber der erste ist... Wenn du es nicht kennst, wirst du es sehen. Es ist die Zukunft übrigens. Ich glaube, es ist auch wieder Endzeit. Klar. Wie immer. Los. Das ist der Saugroboter Alexa 1. Ja, für Blade Runner bräuchten wir ein bisschen mehr Tafeln. Es ist alles erlaubt, sage ich euch schon mal. Genau, Lance Boyle, er ist eine Granate. I mean, where do they get off intimidating law-abiding citizens and taxpayers? You know what I mean? And you know something else? You are absolutely right. So you say somebody ought to do something about them criminal highway gangs. And VWBT says, oh, yeah? Well, why don't you do something, Mr. Big Mouth? You don't have the car? We'll give you the car. You don't want to get arrested for taking the law into your own hands. Not a problem. You know why? Because it ain't real. It's a whole lot better than real, baby. It's virtual television. Reality's white nightmare. Here's the deal. Our chosen candidate and everybody with a death wish is free to apply, including men and women of either sex. Our candidate, who we call the Enforcer, gets a once-in-a-lifetime opportunity to terminate a whole lot of slime balls, and there's nothing anybody can do about it. See what I mean? Because it's all happening right here on BWBT, where the cops move over and the Enforcer takes over. We have 14 amazing racetracks in 5 totally different environments. We have cars you'd sell every drop of blood in your body to own. We have exclusive contracts with 5, yes I said 5, vicious speed gangs, each with a pack leader you don't ever want to meet, believe me. I did, and I still feel sick. In each mega race, the Enforcer tried to get past the pack leader's sidekick. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich irgendwie ein Schauspieler ist. Ich habe keine Ahnung, ich kannte den nicht, aber... Der ist das einzige Highlight, kann ich euch sagen. Freut euch auf das Gameplay. Aber ich muss mal gucken, ob ich mal... Ich weiß gar nicht, ob ich Mega Race auf dem PC noch habe.
Also, das spielt sich nicht gut. Aber die Sega-CD-Fassung ist nicht besser, ist schlechter. Troy McClure passt, ja. Wir haben noch nicht gezockt übrigens, ne? Wait till you hear this. Every time you kill a pack leader, and when I say kill, I'm talking virtuality. Natürlich. Reality, okay? In Mega Raid, nobody actually dies. It just looks and feels like it, and that makes you feel a whole lot better about yourself, now doesn't it? Every time you kill a leader, you not only score big time, you also win some major bonus prizes. His personal music CD and his customized car are both yours. Take a look at this. You know what that is? Sure you do, it's the thrillometer. Also, Zuschauer. And if the excitement level drops into the gray zone, it means the audience is not getting enough of those beats. Dann bist du raus. And we don't want that out. What happens when you get finally blown away? Wir haben noch nicht angefangen übrigens. Well, that's when we take a look at your score and see where your name goes in the Mega Race Hall of Everlasting Fame. And also which of our fabulous prizes you are going to enjoy. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich den zweiten Teil tatsächlich durchgezockt habe? Ich glaube, der erste war mir zu nervig, glaube ich. Aber ich war, glaube ich, relativ trotzdem weit. Aber den zweiten habe ich tatsächlich durchgezogen. Der ist nochmal, also wie gesagt, er. Genau, da geht's los. I think you will enjoy BWBT's incredibly expensive uptown speedway. Sit back and dream about the delights of an elegant nightlife while the enforcer does high-speed battle with a very brutal gang they have down here. They call themselves the Vultures, and they're brought to you by BWBT in association with Body White, skin care for your automobile, because cars are people too. How true that is. Yeah, Weisheiten. Here in Nusan, you'll get to know the Vultures. They're a speed gang with a lot of rage, and they like to liberate those strong... Wir sind bei Minute 8 übrigens. ...hearing people across the highway. Their pack leader calls himself Jailbait. He's seen your picture, Enforcer, and he's got some interesting plans for your face. Ich auch übrigens für ihn. It's time to select your Mega Race machine, Enforcer. Look at those beauties. Go ahead. So, ich weiß gar nicht, ob die Karren irgendeinen Unterschied hatten. Okay, ich kann nur so. Oh, komm. Machen wir rot. Ja, jetzt kommt das Gameplay. Also. Es wird auch gezockt in diesem Spiel. Es ist die Zukunft. Die Zukunft. José. Genau. Stark bewaffnet, William. Keine Raketen. So. Habe ich jetzt ausgewählt? Ich will auswählen. Okay. Ich möchte auswählen. Ich möchte Lance Boyle zu... Frieden stellen. Das ist meine ganze Mission. Warum kann ich den nicht auswählen? Was
Ding hat ja nur drei Tasten. Darf ich den nicht wählen? Oder muss ich die jetzt erst alle angucken? Oder muss ich jetzt irgendwie eine Karre wählen und da unten irgendeine Option wählen? Na komm, dann gucken wir uns die drei Karren mal an. Wir haben ja Zeit. Na? Das ist Luis. Aber immerhin schon mal drei Laserguns. Ist dann eine dritte. Das Batmobil. Stark. Geschützt. Oh, und hat einen Raketenwerfer. Ja. Da hat der Papa doch was zum Spielen. Hall of Fame. So. Achso, da, hä? Nee, will ich nicht. Ich möchte gern starten. Hä? Jetzt darf ich starten. Ist ein geiler Typ, ne? Der ist mir sofort sympathisch. Steuerung ist jetzt auch scheiße, die jetzt kommt. Okay, hier habt ihr keine Musik. Okay. Keine Bewaffnung mehr. Das ist, jetzt nicht so cool. Okay, der war tot. Ich möchte gern, bisschen mehr Gewalt. Und der dreht sich schön. Das hat nicht gereicht. I've got an idea. Let's call the next contestant. War das super? Das war das Gameplay übrigens. Mal gucken, wer sich jetzt da draußen irgendwie verarscht fühlt. Ja, das Spiel wird nicht besser. Aber jetzt habe ich noch ein Highlight für euch. Bis gleich.